Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Heute werde ich mal versuchen, den gesamten Tag auf dieser GoPro hier zu vloggen. Das heißt, was ihr gerade seht und hört, ist mit der GoPro aufgenommen, mit der ich auch so die ganzen Action-Sachen und so filme. Sonst habe ich ja immer für die Vlogging-Parts so mein Handy genommen, aber ich habe heute was mit der Drohne vor, deswegen würde das nicht funktionieren, weil ich ja fürs Drohnefliegen auch mein Handy brauche. Und zwar ist der Plan, im Moment ist ja ziemlich viel Diskussion auf Social Media und auch generell bezüglich dieser Sache, was im Moment in Amerika abgeht mit George Floyd und so weiter. Und in dem Sinne sind heute ganz, ganz viele Demos in ganz Deutschland theoretisch und so auch in Frankfurt. Und mein Plan ist es, diese Demo ein bisschen von oben aus der Luft aufzunehmen mit der Drohne. Ich habe mir dafür ein bisschen, habe ich mich ein bisschen informiert, habe mir einen Park rausgesucht, der relativ in der Nähe der Demo liegt, nämlich also in der Nähe vom Römer, wo die Demo halt stattfindet. Und ja, das heißt, ich werde da hinfahren und dann mal gucken. Ich hoffe, es regnet nicht, weil wenn man mal rausguckt, ja, es sieht jetzt nicht so ultra gut aus. Es stand auch irgendwas von 40, ich glaube, oder 50% sogar Regenwahrscheinlichkeit. Deswegen hoffen wir mal, dass es gut geht. Wenn ihr das Video aber seht, dann wisst ihr schon, dass ich da war, weil, ja, ich werde das Video nur hochladen, wenn ich das wirklich auch gemacht habe. Noch was, ich versuche so ein bisschen ich bin jetzt am überlegen, ob ich meinen ganzen, diese ganze Vlogging-Sache so ein bisschen umstelle, von wegen, also ich will einfach nicht nur so sagen, wo ich bin, dann die Kamera wieder ausmachen und wieder so Szenen mit Musik machen. Das finde ich irgendwie auf Dauer ein bisschen langweilig, weil es halt letztendlich immer das Gleiche ist, außer dass ich halt, weiß ich nicht, mal bin ich in Baden-Baden, mal bin ich in Oberursel, mal bin ich in Neuseeland irgendwo, da habe ich das halt auch schon so gemacht. Finde ich ein bisschen langweilig, deswegen wollte ich das Ganze auch ein bisschen ändern. Wie gesagt, ich vlogge auf der GoPro, das heißt, bewertet vielleicht auch mal den Ton, wie ihr den Ton findet, ob das okay ist oder so, ob ich das vielleicht doch lieber umswitchen soll aufs Handy. Bezüglich der Vlogging-Sache, das heißt für euch letztendlich nur, dass ich einfach ein bisschen mehr in die Kamera laber und so, das ist für mich halt ein Vlog. Und wenn ich sage, ich mache keinen Vlog, dann mache ich auch keinen, dann mache ich sowas, wo ich einfach nur, mache ich ein Video, wo ich einfach nur Sachen zusammenschneide, wie zum Beispiel dieses Best Drone Shots, das war ja auch kein Vlog, das war einfach so, ja, Drohnenaufnahmen zur Musik geschnitten sozusagen. Das nur als euch für Info, zur Info, ich mache mich jetzt erstmal fertig und dann hoffe ich wirklich, dass das Wetter hält. Alter, es sieht halt echt sehr, sehr düster aus. Wenn man sich auch mal anguckt, wie schnell die Wolken sich bewegen, ich halte mal die Kamera ein bisschen still. Man sieht es auch. Ist schon ziemlich krass, wie schnell sich die Wolken bewegen. Das ist ja eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es regnet. Sagt man zumindest so. Ich bin da jetzt auch kein Wetterexperte, sag ich mal. Ich hoffe, es hält. Ich hoffe wirklich, es hält. Ich mache mich jetzt erstmal fertig und dann schauen wir gleich weiter. Die Dusche tat auf jeden Fall gut. Das ist ja auch erst. Oh, wait, 2:30. Perfekt. Gute Morgendusche, alles klar. Genau, was ich noch sagen wollte, es könnte eventuell echt schwierig werden, weil, wenn man mal hier rausguckt, ja, ist schon ziemlich dunkel da hinten und es zieht halt alles, wenn man hier rausguckt, es zieht halt alles hier so gerade drüber. Ob es jetzt in Frankfurt ist, weiß ich nicht, weil es immer noch mal ein bisschen unterschiedlich ist. Aber es sieht nicht gut aus. Und ich habe gerade den Plan gehört von meinem Bruder, dass wir, wir werden uns jetzt richtig gesund ernähren, so wie man das machen sollte, wenn man alleine ist zu Hause. Ja, McDonald's, perfekt. Das heißt, der holt mich gleich ab und dann fahren wir mit dem Auto zum Magus. Ja, perfekt. Das Problem ist auch, es soll so um 3 Uhr oder so regnen. Das heißt, es würde halt genau in der Mitte liegen. Wenn es jetzt um 14 Uhr regnen würde, würde ich sagen, ich gehe einfach später oder so. Aber dadurch, dass es um 3 regnen soll, ist es halt so genau. Ja, wenn ich da vorgehe, dann habe ich die Gefahr, dass ich halt. Also erstmal wird es jetzt übel schwer, um 2 in Frankfurt zu sein, weil es ist schon 2:30. Und wenn ich jetzt um 2 fliege, habe ich halt die Gefahr, dass es vielleicht früher anfängt zu regnen und dann habe ich halt verkackt. Und wenn ich danach fliege, dann ist es vielleicht schon 4. Und dann weiß ich nicht, wie lange die Demo noch geht. Dementsprechend mal schauen, ne? Also ich bin ja noch recht zuversichtlich, aber versichern kann ich nichts. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Magus und dann schauen wir weiter. Oh ja, wahrscheinlich sollte es um 3 regnen, oder? Mein Bruder holt gerade
ehrenhafterweise das Essen bestellt gerade. Ihr seht, es regnet. Dreh mich mal so, dass es nicht auf die Kamera regnet. Ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich fahren, weil wenn es jetzt regnet und es vielleicht so um 2:30 aufhört, dann fahre ich auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, wie gut man mich gerade verstehen kann. Aber ich werde auf jeden Fall fahren. Ansonsten holen wir uns jetzt Essen und dann fahren wir nach Hause. Ist auf jeden Fall praktisch, dass es gar nicht regnet. Lul. Ach du Scheiße, ey. Es ist ja so derbe am Regnen. Machst du zu? Machst du zu? Alter, pass auf. Hey, das habe ich auf Kamera. Eieiei, du, schwierig. Okay. Also ich sag mal so, ich wünsche allen Leuten, die jetzt gerade auf einer Demo sind, viel, viel Vergnügen. Das ist auf jeden Fall das beste Wetter, um was draußen zu machen. So, dadurch, dass es jetzt gerade schon geregnet hat, wie man ja unschwer erkennen konnte, ist tatsächlich das Wetter relativ gut geworden, sage ich mal. Also man kann halt legit alle 2 Minuten aus dem Fenster gucken und man sieht irgendwie, es sieht anders aus, sage ich mal, von den Wolken her. Und wenn ich mal euch das hier mal zeige, also es sieht schon nicht schlecht aus. So, es sieht tatsächlich relativ hell aus. Oh, wenn wir mal hier drüben gucken, hat man gerade eben sogar noch gesehen, dass es da hinten geregnet hat. Und zwar sieht man das ja so ein bisschen hier hinten, ist halt noch am Regnen, weil das praktisch jetzt einmal so über uns drüber schräg in die Richtung weitergezogen ist. Frankfurt ist aber da hinten und da sieht das tatsächlich auch noch so aus, als würde es regnen. Dementsprechend wird interessant. Ich werde tatsächlich mich jetzt doch fertig machen, losfahren. Ich komme jetzt doch früher weg, als ich dachte. Ich lade noch, die Drohne muss ich noch einpacken, logischerweise. Der eine Akku hat gerade noch aufgeladen. Dann muss ich noch ein bisschen Equipment mitnehmen für die GoPro und so, aber auch nicht viel. Und dann mache ich mich auch auf den Weg. Ach so, genau, und ich hab den Teil schon mal aufgenommen, weil ich gerade diese Halterung, stativmäßiges Ding für die GoPro hatte. Hier kommt die GoPro so rein. Und der Sound war ziemlich kacke. Dementsprechend werde ich die GoPro einfach ab jetzt immer so halten. Außer natürlich gleich, wenn ich die Drohne starte, habe ich mir überlegt, dass ich das irgendwie filme mit diesem Stativ. Da muss ich mal schauen, weil wenn man damit halt rumwackelt, dann ist es ultra krass hörbar in den Mikrofonen von der GoPro, weil die halt direkt an diesem Plastikding hier dran schlagen. Dann hört man das halt richtig laut. Aber ja, ich möchte wirklich von diesem mit dem Handy-Vloggen weg, so ein bisschen wegkommen. Weil einfach die GoPro so viel praktischer ist, weil ich es einfach anmachen kann und instant irgendwie was in die Kamera labern kann. So. Ich meine, beim Handy geht es auch schnell, aber das Handy habe ich vielleicht nicht immer ready und oder wenn ich mit der Drohne fliege oder so, das ist halt auch blöd. Deswegen möchte ich irgendwie auf diese GoPro umsteigen, aber es ist halt alles so ein bisschen schwierig. Gerade vom Sound her, weil Sound ist halt schon ultra wichtig. Ich sag mal so, das Bild von der GoPro finde ich okay. Zum Vloggen und so ist das völlig okay. Wenn man jetzt wirklich, ich sag mal, cinematische Aufnahmen machen möchte, wird es schwierig mit der GoPro auf Dauer, aber es, ja, fürs Vloggen ist es völlig okay. Ich muss mir nochmal was überlegen mit dem Sound. Genau, ich kann euch das auch mal zeigen. Ich hatte nämlich vor Neuseeland schon mir überlegt, also ich wollte schon die ganze Zeit mit der GoPro vloggen und dann habe ich mir hier so ein Mikrofon gekauft von Rode, also ein richtig gutes Mikrofon. Das ist das Rode Video Micro, heißt es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, hat einfach so eine Halterung, sozusagen. Das packt man irgendwie auf eine Kamera oder so oben drauf. Und dazu habe ich mir so ein Case gekauft hier für die GoPro mit dem passenden Mount hier oben dran, dass man das Mikrofon drauf tun kann. Und sogar hier unten noch so ein Fach sozusagen für diesen Adapter, weil man braucht nämlich einen Adapter, um ein Mikrofon an die GoPro anzuschließen. Und weil der Originaladapter von GoPro aber 60 Euro kostet und ich mir dachte, was zur Hölle, das ist einfach nur der Adapter von USB-C auf Mikrofon, das kann doch nicht so teuer sein, wollte ich sparen und habe mir das hier gekauft, aber es hat halt nicht funktioniert. Ich weiß nicht wieso, aber die GoPro erkennt dann das Mikrofon nicht. Und das liegt auch nicht daran, dass dieser Anschluss hier keinen Strom ertragen kann, weil in dem Mikrofon an sich sind auch schon Batterien. Das heißt, das bekommt den Strom von sich selber sozusagen und die Batterien sind auch voll.
Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mir überlegt, dass ich mir das, den originalen Adapter noch bestelle. Der dauert aber ein bisschen, der dauert irgendwie 4 Wochen oder so, bis der ankommt. Und kostet halt trotzdem irgendwie noch 40 Euro mittlerweile. Aber ich werde das auf jeden Fall machen und dann ist der Ton auch wesentlich besser, weil dieses Mikrofon ist echt fucking gut. Es hat auch so einen Windschutz und so, das war dieses plüschige Teil drumherum. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt ready und dann geht's los nach Frankfurt. Bis gleich. Auf dem Weg zur Bahnstation und ich wollte mal 2 Sachen zu diesen ganzen Demo-Geschichten und so sagen. Und zwar erstens unterstütze ich diese ganzen Hashtags, alles was auf Social Media abgeht. Also ich finde, das geht auf jeden Fall nicht, wie das in den USA abläuft, gerade mit der Polizeigewalt und so. Also was man sich dagegen einsetzt, finde ich auf jeden Fall gut. Ja, ich finde auch, Rassismus hat eigentlich in der heutigen Zeit nichts in irgendeinem Land oder in irgendeiner Gesellschaft zu tun. Und natürlich gibt es auch nicht nur in der USA Rassismus, das ist klar, sondern auch in Deutschland. Aber jetzt kommt das Aber und damit auch die zweite Sache. Ich finde, dass sich jeder für sich, im Moment, jetzt gerade wegen Corona und so, für sich überlegen muss, ob es sich lohnt, dieses Risiko aufzunehmen, sich anzustecken und damit auch seine Verwandten und Freunde und so für eine Sache, die ja hauptsächlich in USA im Moment der Fall ist. Also zu demonstrieren und sich eventuell anzustecken und sich und Verwandte und so zu gefährden für etwas, was in den USA ist und wo wir im Moment eh nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Das, finde ich, ist so ein bisschen das schwierige Thema. Da kann halt jeder seine eigene Meinung haben. Da könnt ihr mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Ich bin irgendwie nicht so ein großer Fan davon, mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn oder so zu fahren, weil es halt wirklich so voll ist. Ich habe jetzt mal eben geguckt. Ich habe gerade geguckt, wo der Römer ist. Okay, hier bin ich, das heißt, ich muss in die Richtung, laufe ich gerade richtig? Ja, ich laufe sogar richtig. Okay, perfekt. Dann gehe ich jetzt hier außen rum. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich am Park bin und die Drohne starte. So, okay, ich bin jetzt fast da und ich bin gerade an diesem fucking riesigen Hochhaus vorbeigelaufen, was gerade noch in Bauung ist. Aber wenn man sich mal den Himmel anguckt, okay, man sieht es jetzt gerade nicht so gut, aber es ist schon sehr dunkel geworden. Also, ja, ich bin schon am überlegen, ob ich das jetzt nicht doch abbreche oder so. Weil es ist schon sehr dunkel. Ich bin jetzt in dem Park, in den ich wollte. Ziemlich genau diese Stelle da hinten hatte ich mir rausgesucht zum Starten, dass ich dann in so in die Richtung fliegen kann. Aber ich habe gerade mal auf dem Handy geschaut. Hier steht einfach einsetzender Regen in 2 Minuten. Ja, ungünstig würde ich sagen. Extrem ungünstig. Ich muss jetzt wirklich schauen. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt die Drohne auspacken soll, wenn es regnet, ist halt scheiße. Also ich denke, dass ich jetzt nochmal so 5 Minuten oder so warte und dann schauen wir weiter. Okay, es regnet jetzt. Also es ist eher so ein leichtes Nieseln, aber das hätte auch nicht funktioniert mit der Drohne. Plus, es ist schon ziemlich windig. Also ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, aber die sind schon ordentlich am Wackeln, die Bäume. Wäre schon lustig, wenn da einfach jetzt so ein Ast oder sowas auf mich runterfällt. Das würde ich auf jeden Fall feiern, ja. Okay, es sieht schon viel, viel besser aus. Ich habe gerade zwar den letzten Vlogging-Teil da hinten erst vor so 4 Minuten oder so aufgenommen, aber es sieht schon viel, viel besser aus. Also das hier ist praktisch gerade alles über uns rübergezogen und da hinten wird es so unglaublich hell. Also da sind gar keine Wolken mehr und hier sind halt jetzt übel helle Wolken. Deswegen fange ich jetzt schon mal an, die Drohne aufzusetzen, dann kann ich gleich direkt loslegen. Es ist noch relativ windig, deswegen warte ich vielleicht noch, aber ich weiß nicht, ob sich das so viel ändert. Ansonsten muss ich mit dem Wind fliegen. Ja gut, okay, es wird schwierig. Aber ich setze jetzt erstmal die Drohne auf und dann schauen wir weiter. Es hat jetzt praktisch aufgehört zu regnen, das heißt, jetzt geht's los. Es hat gerade eben noch so die ganze Zeit noch so ein bisschen genieselt, deswegen habe ich dann doch nochmal den Aufbau abgebrochen. Aber jetzt geht's los. Ich switch jetzt auf die Aufnahme hier vom Handy. Okay, ich werde auf jeden Fall erstmal ein Stück hochsteigen. Auf 100 Meter oder so. Damit die Drohne auch nicht so auffällt. Zack, da sind wir schon bei 100. Und jetzt fliege ich straight zum Römer. Das ist ungefähr die richtige Richtung, wenn ich mich nicht täusche.
Komm schon, ernsthaft? Okay, ich muss mal ein bisschen, ich muss ein bisschen weiter darüber gehen. Das funktioniert sonst nicht. Okay, also dass ich bei 1200, 1300 Metern schon so am Struggle bin, hätte ich echt nicht gedacht. Das ist schon krass, bin ich ehrlich. Ja, Verbindung ist weg. Wow. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich fliege schon die optimale Schneise sozusagen, um möglichst wenig dazwischen zu haben. Dementsprechend, ja, und ich kann halt nicht näher rangehen, weil es gibt keinen Park oder sowas in der Nähe. Ja, damit war das ein bisschen ein Fail. Ich werde jetzt versuchen, einfach noch ein paar schöne Aufnahmen von der Stadt hinzubekommen. So, ich bin gerade schon am Shots sammeln. Ich würde sagen, ihr seht jetzt den kleinen Edit, den ich gemacht habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich nach Hause fahre. Viel Spaß jetzt mit dem Edit. Ich hoffe, er wird episch. Ich hoffe, er wird cool. Viel Spaß. So, ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Ich fliege jetzt zurück und dann lande ich. Ich versuche das mal halbwegs gut auf der Kamera festzuhalten. Mal schauen, wie es wird. Na gut, ich wünsche mir Glück. Ja, das war doch eigentlich relativ einfach, oder? Ich würde sagen, ich packe das jetzt alles ein und dann geht's wieder nach Hause. By the way, das klingt jetzt vielleicht so, als wäre das jetzt ein kompletter Misserfolg gewesen. Ich meine, das eigentliche Ziel war ja, die Demo zu filmen. Das habe ich natürlich nicht geschafft, das ist richtig. Wobei ich ehrlich bin, ich glaube, das hätte ich auch zeitlich nicht geschafft, weil habt ihr die Drohne irgendwie erst. Ich glaube, in der Nähe wäre ich so um 16:45 erst gewesen. Das hätte ja locker nicht gereicht. Von daher, ja. Genau. Also in dem Sinne hat es ja auch dadurch nicht geklappt. Aber ich habe halt trotzdem coole Aufnahmen von den Hochhäusern und so. Und ich habe vor allem auch echt coole Bilder gemacht, wenn ihr die sehen wollt. Optimale Überleitung. Wenn ihr die sehen wollt, dann schaut gerne mal auf meinem Instagram vorbei. Das ist unten auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja, genau. U-Bahn. Ich steige jetzt ein. Und ja, dann schauen wir mal. Bin ich wieder zu Hause angekommen. Da vorne habe ich vorhin die ganze Reise gestartet, sage ich mal. So, erstmal Licht anmachen. Genau, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar bewertet einfach mal die Audioqualität von diesem Video. Ihr könnt jetzt hier in der rechten oberen Ecke könnt ihr abstimmen. Genau, bewertet es doch einfach mal, damit ich weiß, ob ich das vielleicht öfters nur mit der GoPro machen soll oder ob ich vielleicht doch eher für diese Talking Parts, sage ich mal, zum Handy greifen soll. Genau, ich hoffe natürlich, euch haben die Aufnahmen von der Skyline gefallen, auch wenn es jetzt nicht die Demo war.
Ich werde auf jeden Fall versuchen, das nochmal zu machen, wenn nochmal eine Demo ist. Schreibt auch gerne mal eure Meinung zu dieser Demo und dieser ganzen Story dahinter, sage ich mal, in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht kann man sich da so ein bisschen austauschen. Ansonsten, wie gesagt, mein Instagram-Account ist auch unten verlinkt für die Bilder, die ich heute gemacht habe. Da würde ich sagen, on!